Auf geht's zum Klickertraining mit dem Target-Stick in 7 Schritten. Im 5. Schritt lernt Ihre Katze, dem Target-Stick zu folgen, selbst wenn diese an andere Positionen als bisher und weiter entfernt gehalten wird. Positionieren Sie dazu den Stick nach jedem Klick und dem darauf folgenden Leckerchen an eine neue Stelle, die Ihre Katze zwar gut sehen kann, zu der sie sich aber bewusst hinbewegen muss. Das kann zum Beispiel vor Ihnen am Fußboden sein oder neben Ihnen auf der Couch. Sie werden feststellen, dass es Positionen und Orte gibt, die Ihrer Katze leichter fallen als andere. Wichtig ist, dass nach wie vor jedes Stupsen am Target-Stick sofort mit einem Klick und Leckerchen belohnt wird. Auch wenn Ihre Katze einmal zögern sollte oder etwas länger zum Nachdenken braucht. Macht Ihre Katze so toll mit wie hier, können Sie sich freuen. Erhöhen Sie den Schwierigkeitsgrad jedoch nur langsam, um Erfolgserlebnisse zu garantieren und Ihre Katze damit nicht zu überfordern. Klappt das Training gut und Ihre Katze macht mit Überzeugung und ohne längeres Zögern mit, können Sie zum nächsten Schritt übergehen.